1991 wird eine 15-jährige Schülerin aus dem schottischen Bathgate vermisst. Jeder war erschüttert. Wir alle befürchteten das Schlimmste. 6 Monate später und viele hundert Kilometer entfernt verschwindet auch im Südosten Englands eine 18-jährige Studentin. Als sie nicht nach Hause kam, wussten wir, es musste etwas Schlimmes passiert sein. Trotz der Ermittlungen der Polizei bleibt das Verschwinden der beiden Mädchen ein Rätsel. Erst 16 Jahre später, nach dem brutalen Mord an einer polnischen Studentin, führt eine landesweite Fahndung zu einem der gefährlichsten Mörder Großbritanniens. Er ist eine grausame, gefährliche Person, ohne jeglichen Respekt vor dem Leben. Die von Peter Tobin verübten Morde und die Tragödien um weitere unentdeckte Opfer zählen zu den Verbrechen, die Großbritannien ganz besonders erschütterten. Bathgate in Schottland. Nur 45 Autominuten vom hektischen Edinburgh entfernt. 1991 rückt der Ort in den Fokus eines der mysteriösesten Vermisstenfälle der schottischen Geschichte. Dem Verschwinden der 15-jährigen Schülerin Vicky Hamilton. Vicky war ein völlig normaler Teenager aus der Region Falkirk in Schottland. Sie lebte mit ihrem jüngeren Bruder und ihrer kleinen Schwester bei der Mutter. Sie ging noch zur Schule und war sehr beliebt. Am Wochenende des 10. Februar 1991 ist Vicky nach einem Besuch bei ihrer Schwester in Livingston auf dem Weg nach Hause. Um mit dem Bus nach Falkirk zu kommen, muss sie in der Innenstadt von Bathgate umsteigen. Sie wollte selbstständig sein und alleine fahren. Sie wollte die Welt entdecken. Ihre Schwester brachte sie in Livingston zum Bus nach Bathgate. Danach verliert sich ihre Spur und niemand hat sie je wieder gesehen. Vicky kam mit dem Bus am Steelyard-Platz an. Sie musste zur Haltestelle gegenüber der Polizeistation wechseln. Wir wissen, dass sie das getan hat und auch, dass sie an der Imbissbude Pommes kaufte und sich anschließend auf dem Steelyard hingesetzt hat. Dort wurde sie zum letzten Mal gesehen. Ich erinnere mich noch daran, als sei es gestern gewesen. Es war wohl eine der größten Suchaktionen in Schottland. Es wurden Flugzettel verteilt. Autos, Busse und Züge, die Bathgate verließen, wurden angehalten und die Fahrer und Schaffner befragt. Die Öffentlichkeit nahm großen Anteil. In allen Pubs war es das Thema. Aber leider kam nichts dabei heraus. Die einzige Spur zu Vickys Verschwinden findet die Polizei in der 30 Kilometer entfernten Hauptstadt Schottlands. Eine Woche nach Vickys Verschwinden wurde ihre Geldbörse am St. Andrew's Square in Edinburgh gefunden. Die Geldbörse wurde mit den Mitteln, die damals zur Verfügung standen, forensisch untersucht, ohne ein Ergebnis. Es gibt keine weiteren Hinweise. Und so setzt die Polizei ihre Befragungen in den Straßen von Bathgate fort. Allerdings ohne Erkenntnisse über Vickys letzte Schritte. Jeder war erschüttert und wir alle befürchteten das Schlimmste. Wir wussten, ihr musste etwas Böses zugestoßen sein, denn sie wäre nie einfach so verschwunden. . 2006, 15 Jahre nach dem Verschwinden von Vicky Hamilton, wird wieder ein junges Mädchen als vermisst gemeldet, diesmal in Glasgow. Die polnische Studentin Angelika Kluck. Angelika kam nach Glasgow, um sich weiterzubilden. Sie sprach mehrere Sprachen, war eine vertrauensvolle, reizende und intelligente junge Frau.
Angelika verbringt ihren zweiten Sommer in Glasgow und lebt in einem Wohnheim, das zur katholischen St. Patrick's Kirche im Stadtteil Anderston gehört. Die Kirche ist eine beliebte Anlaufstelle für Menschen, die nach einer sicheren Bleibe suchen. 2006 sucht noch eine andere Person Unterschlupf, ein Mann namens Patrick McLaughlin. Pat McLaughlin arbeitete für die Kirche als Mädchen für alles. Er erledigte Malerarbeiten und kleine Reparaturen und ging Pater Jerry zur Hand, wenn es nötig war. Er kümmerte sich um das, was anfiel. Angelika wohnt im St. Patrick Wohnheim und Pat McLaughlin hilft dort aus. Unweigerlich lernen sich die beiden dort kennen. Er nannte sie meine Auszubildende und sie misstraute ihm nicht. Er war ihr häufig behilflich. Sie hatte nicht viele Freunde innerhalb der Kirchengemeinde und die beiden verstanden sich gut. Sie vertraute ihm. Aber hinter seinem liebenswerten Auftreten verbirgt McLaughlin eine langjährige kriminelle Vergangenheit. Seine Ankunft in St. Patrick löst eine Kette von Ereignissen aus, die zu einer der größten Mordermittlungen Großbritanniens führt. Alles beginnt am 25. September 2006, dem Tag, an dem Angelika Klug als vermisst gemeldet wird. Die Polizei befragt alle Gemeindemitglieder, die mit ihr bekannt sind. Dazu gehört auch Pat McLaughlin. McLaughlin gibt an, nichts über ihr Verschwinden zu wissen und darf gehen. Als er jedoch am nächsten Tag nicht zur Arbeit erscheint, schöpft die Polizei Verdacht. Um McLaughlin zu finden, wendet sie sich an den Wohltätigkeitshelfer Dennis Curran. Jeder, der für unsere Organisation arbeitete, bekam einen Ausweis mit Foto. Auch Pat McLaughlin bekam solch ein Namensschild. Ich hatte das Foto noch und übergab es der Polizei. Sie nutzten es als Fahndungsfoto fürs Fernsehen. Die Polizei veröffentlichte das Bild eines Mannes, der in Zusammenhang mit dem Verschwinden einer polnischen Studentin gesucht wird. Zuletzt wurde Pat McLaughlin zusammen mit Angelika Klug am Sonntag gesehen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Das war am Dienstagnachmittag, 3 Uhr. Um 6 Uhr wurde landesweit ausgestrahlt. Nach der Veröffentlichung des Fotos geht bei der Polizei eine Flut von Hinweisen ein. Und ein Anrufer stellt eine überraschende Behauptung auf. Nach der Veröffentlichung des Fotos stellte sich heraus, dass der gesuchte Patrick McLaughlin in Wirklichkeit der verschwundene Sexualstraftäter Peter Tobin war. Peter Tobin ist wegen mehrerer Sexualdelikte vorbestraft und seit dem Angriff auf eine junge Frau im Jahr 2005 verschwunden. Ein verurteilter Sexualstraftäter läuft also frei herum. Und anscheinend ist er auch der Letzte, der Angelika Klug vor ihrem Verschwinden gesehen hat. Als sich herausstellte, dass die letzte Person, die Angelika Klug lebend gesehen hatte, nicht Patrick McLaughlin, sondern der verschwundene Sexualstraftäter Peter Tobin war, wurde die Kirche nochmals gründlich durchsucht. Am Abend fand man Angelikas Leiche unter dem Dielenboden der Kirche. Im Inneren der Kirche machen die Ermittler eine grauenvolle Entdeckung. In der Nähe des Taufbeckens befindet sich eine Falltür, die zu einem Kellerloch führt, das mit Plastiktüten und Planen vollgestopft ist. Darunter wird die blutverschmierte Leiche von Angelika Klug gefunden. Für die Ermittlungen wird ein Kriminaltechniker angefordert. Zunächst sah ich mir die Klappe an, um mir einen Überblick des Tatortes zu verschaffen. Ich sah Angelikas Leiche direkt unter der Falltür liegen. Die Beine waren angewinkelt. Ab den Knien war sie teilweise von Mülltüten und Planen verdeckt. Ich sah ihre Hände, die mit Kabelbinder gefesselt waren. Ihre Hose war offen.
Ihr Gesicht war verdeckt, aber ich sah eine Menge Blut an ihren Händen. Als nächstes stieg ich in den winzigen Raum hinunter. Die Falltür war so klein, dass ich sogar mit meinem Pager, der an meinem Gürtel befestigt war, hängen blieb. Ich setzte mich neben Angelika und begann mit meiner Arbeit. Es war offensichtlich ein gewaltsamer Tod und sie wurde schwer verletzt. Carol Rogers verbringt fast 3 Stunden unter dem Kirchenboden, um wichtige forensische Beweise zu sichern. Noch vor Ort gibt sie den Ermittlern entscheidende Informationen. Uns war schnell klar, dass das nur der Ablageort und nicht der eigentliche Tatort war. Das ließ sich anhand des Blutes feststellen, das über Angelikas Körper verteilt war. Zudem war der Raum viel zu eng, um dort einen Angriff zu verüben. Als nächstes mussten wir herausfinden, wo sich der Tatort befand. Als erstes inspizierten wir die Werkstatt, die sich in der Garage neben der Kirche befand. Dort wurde Angelika zum letzten Mal lebend gesehen. In der Garage befanden sich alle möglichen Utensilien. Wir mussten jeden Gegenstand einzeln untersuchen, um eventuelle Spuren eines Angriffs zu finden. Plötzlich bemerkten wir einen winzigen Blutfleck auf dem Betonboden. Er war nur wenige Millimeter groß. Aber dann entdeckten wir weitere Flecken. Wir kreisten sie mit einem schwarzen Stift ein und innerhalb von 10 Minuten hatten wir 10 kleine Kreise. Überall waren Blutspritzer. Wir waren sicher, den Tatort gefunden zu haben. Als wir den ersten Blutfleck am Boden entdeckt hatten, suchten wir die Wände und die Decke ab. Überall waren Blutspuren. Durch die Bewegung mit einer Waffe entsteht ein spezifisches Verteilungsmuster. Jedes Mal, wenn die Waffe vor- oder zurückgeschwungen wird, bleibt mehr Blut an ihr kleben. Und durch den Stopp der Schwingbewegung spritzt das Blut auf umliegende Gegenstände. Die Blutspuren in diesem Fall verrieten uns, dass eine relativ lange Waffe verwendet wurde. Wie sich herausstellte, war es ein Tischbein. Die Polizei weiß nun genau, wo und wie Angelika Kluck ermordet wurde. Und der Hauptverdächtige steht fest, Peter Tobin. Tobin wird 1946 in der Nähe von Glasgow geboren. Bereits als Jugendlicher landet er in einer Jugendstrafanstalt. Er heiratet 3-mal und zeugt 2 Kinder. Im Laufe der Jahre beschuldigen ihn seine Ex-Frauen des physischen und psychischen Missbrauchs. Tobins kriminelle Vergangenheit begann schon sehr früh. Zunächst mit Kavaliers- und Bagatelldelikten. Seine erste größere Straftat, schwere sexuelle Nötigung, verübte er in den 1990er Jahren. Und zwar an 2 jungen Mädchen in Havant, im Südosten Englands. Die beiden 14- und 15-jährigen Mädchen wurden am Mittwochabend von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Beide wurden vergewaltigt. Die 14-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Die Polizei sucht nach dem 46-jährigen Peter Tobin, um ihn zu dem Fall zu vernehmen. Sollten Sie irgendwelche Hinweise über seinen Aufenthaltsort haben, wenden Sie sich bitte umgehend an das nächstgelegene Polizeirevier. Nach der Vergewaltigung der beiden Mädchen im Jahr 1993 ist Peter Tobin auf der Flucht, bis er von der Polizei geschnappt und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Er wird jedoch nach 9 Jahren entlassen und kehrt in seine schottische Heimatstadt Paisley zurück. Dort lebt er, bis er im Oktober 2005 wieder untertaucht, nachdem er erneut eine Frau angegriffen hat. Ein Jahr später taucht er unter dem Namen Patrick McLaughlin in Glasgow auf. Als ihm klar wird, dass er der Hauptverdächtige im Fall Angelika Kluck ist, verschwindet er erneut. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er ganz der Alte. Als ob nie etwas passiert wäre. Nur eines war ein bisschen seltsam. Als wir in einem Fastfood-Restaurant waren, sah er ständig zum Fenster raus. Ich fragte ihn, ob alles okay sei.
Und er meinte, er würde auf einen Kumpel warten, der schon um 6:30 da sein wollte. Rückblickend denke ich jedoch, er hielt nur Ausschau nach Polizeiwagen. Sobald Peter Tobins wahre Identität ans Licht kommt, gilt er als Hauptverdächtiger in dem Fall. Peter Tobin wurde landesweit gesucht. Peter Tobin wird wegen einer versuchten Straftat gesucht. Wenn Sie den Mann sehen, wenden Sie sich bitte umgehend an die nächstgelegene Polizeidienststelle. Und kurz darauf erkannte ihn eine Krankenschwester in London und sagte, er sei unter einem falschen Namen bei ihr im Krankenhaus. Mit starken Brustschmerzen und als James Kelly meldet sich Tobin in der Notaufnahme eines Londoner Krankenhauses. Dort verhaften ihn die Beamten. Das Krankenhaus informierte die Polizei. Ein Beamter der Metropolitan Police erkannte Tobin, vernahm ihn und las ihm seine Rechte vor. Tobin gab zu, wer er in Wirklichkeit war. Er wusste auch, warum nach ihm gefahndet wird. Für mich war das der entscheidende Wendepunkt in den Ermittlungen. Das werde ich nie vergessen. Peter Tobin wird am 30. September 2006 verhaftet. Dem Tag, an dem Angelika Klucks Leiche unter den Dielen der St. Patrick's Kirche geborgen wird. Doch die Polizei muss ihm seinen grausamen Mord noch nachweisen. Wir hatten ein DNA-Profil aus den Proben vom Opfer. Die Abfrage bei der schottischen DNA-Datenbank brachte jedoch keinen Treffer. Das war sehr frustrierend. Die Ermittler geben nicht auf. Sie entscheiden, die Suchparameter zu erweitern, in der Hoffnung, den Mord doch noch aufzuklären. Am Montagmorgen schickten wir das Profil durch die nationale DNA-Datenbank Englands und innerhalb von nur 10 Minuten hatten wir einen Treffer. Nun liegen eindeutige forensische Beweise gegen den inhaftierten Mörder von Angelika vor. Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung stellt sich der leitende Ermittler David Swindle jedoch die Frage, ob dieser Mord wirklich das Werk eines Ersttäters war. Als ich sah, mit welcher Brutalität der Mord an Angelika ausgeführt worden war, wurde mir klar, das ist jemand, der schon mal zugeschlagen hat. Und ich begann, sein Leben zu durchforsten. Wir fanden schnell heraus, dass er viel durch England gereist war, mehrere SIM-Karten benutzt hatte, über die Jahre viele unterschiedliche Autos und mehrere Pseudonyme verwendet hatte. Ein Mann, der genügend Möglichkeiten hatte, unentdeckt Verbrechen in ganz England zu begehen. Das mussten wir uns genauer ansehen. Der Fall kommt im März 2007 vor Gericht. Und Tobin wird der Vergewaltigung und des Mordes an Angelika Klug schuldig gesprochen. Kommissar David Swindle ist überzeugt, Tobin weiß noch mehr. Er leitet die landesweite Operation Anagram ein. Schon bald kommen schreckliche Details über einen der bösartigsten Mörder Großbritanniens ans Licht. An der Operation Anagram war der gesamte Polizeiapparat Großbritanniens beteiligt. Wir untersuchten, was in bestimmten Regionen passierte, wenn Tobin sich dort aufgehalten hatte. Wurde jemand vermisst? Gab es ungelöste Mordfälle? Wie sahen die Opfer aus? Es war ein Musterbeispiel für den Informationsaustausch zwischen den Behörden. Der erste Hinweis, auf den das Team um David Swindle stößt, findet sich im benachbarten Bezirk West Lothian. Wir stellten fest, dass Tobin eine Zeit lang in Bathgate gelebt hatte. Zu dem Zeitpunkt, als sich einer der berühmtesten Vermisstenfälle Schottlands ereignete. Der Fall Vicky Hamilton. Er war definitiv zu der Zeit vor Ort, als das Mädchen verschwand. 1989 zieht Peter Tobin in ein Haus in der Robertson Avenue. Nur 5 Autominuten von dem Ort entfernt, an dem Vicky Hamilton zum letzten Mal lebend gesehen wurde.
Peter Tobin wohnte von 1989 bis 1991 in Bathgate. Zunächst zusammen mit seiner Frau. Er war damals arbeitslos, handelte aber mit Gebrauchtwagen, um sich etwas Geld zu verdienen. Circa 6 Monate vor Vicky Hamiltons Verschwinden hat ihn seine Frau verlassen. Danach lebte er alleine in dem Haus. Die Ermittler des Kommissariats West Lothian machen sich in dem Anwesen auf die Suche nach einer Verbindung zwischen Peter Tobin und Vicky Hamilton. Während der ersten Phase der Ermittlung brachten wir alle möglichen Gegenstände aus dem Haus. Als wir den Speicher durchsuchten, fiel ein Messer herunter, das anscheinend zwischen den Dachbalken und der Backsteinwand versteckt worden war. Wir sicherten es als Beweisstück und sandten es für eine forensische Analyse ins Labor. Die Ermittler lassen auch die vor 16 Jahren auf der Straße gefundene Geldbörse von Vicky erneut forensisch untersuchen. Wir konnten 2 DNA-Proben von der Geldbörse gewinnen, von jeder Seite eine. Wir wurden informiert, dass das DNA-Profil männlich und dem von Peter Tobin ähnlich sei, aber leider nicht seins. Ich machte die Forensiker darauf aufmerksam, dass Tobin 2 Söhne hatte. Die auf der Geldbörse gefundene DNA passte exakt zu einem der Jungs. Zum Zeitpunkt von Vickys Verschwinden war das Kind 3 Jahre alt. Bei der forensischen Untersuchung fand sich zudem ein Stückchen Haut auf dem Messer und die DNA stimmte mit der von Vicky Hamilton überein. Die wichtigste Entdeckung war definitiv das Messer. Die Tatsache, dass wir es in dem Haus gefunden hatten, in dem Tobin damals lebte, ließ vermuten, er habe etwas mit ihrem Verschwinden und ihrem Tod zu tun. Nun befragen die Ermittler den wegen Mordes an Angelica Klug inhaftierten Peter Tobin zum Verschwinden von Vicky Hamilton. Als Tobin vernommen wurde, war ich im Nebenraum und verfolgte das Gespräch über die Videokamera. Mir fiel auf, wie manipulativ Tobin sich verhielt. Er versuchte, die Befragung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die Beamten mussten das Gespräch ständig wieder in die von ihnen gewünschten Bahnen zurücklenken. Schließlich befragen sie Tobin zu dem Messer, das auf dem Speicher in seinem Haus gefunden wurde. Das Messer wurde ihm vorgelegt und er wurde dazu befragt. Er gab sofort zu, ein ähnliches Messer besessen zu haben. Als ihm die Bedeutung des Messers erläutert wurde, änderte er seine Aussage und stritt jegliche Kenntnis davon ab. Auch als der Name Vicky Hamilton fällt, leugnet Tobin, irgendetwas zu wissen. Als Tobin zu Vicky Hamilton befragt wurde, reagierte er sehr aggressiv und stritt ab, sie zu kennen. Peter Tobin stritt jede Beteiligung im Falle Vicky Hamiltons ab. Er leugnete sehr heftig, sie jemals gesehen oder getroffen zu haben. Er gab an, absolut nichts mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Trotz der verschiedenen Indizien, die ihn in Verbindung mit Vicky brachten, wie seine DNA, die auf dem Messer aus seinem Haus in Bathgate gefunden wurde, leugnete er unerbittlich, sie gekannt zu haben und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den vernehmenden Beamten. Können Sie uns irgendwie helfen, das Mädchen zu finden? Kenne ich nicht. Nach der Vernehmung wurde Peter Tobin der Entführung von Vicky Hamilton beschuldigt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir Vickys Leiche noch nicht entdeckt. Tobin leugnet, Vicky Hamilton gekannt zu haben. Doch die forensischen Beweise sind erdrückend. Auch die DNA seines 3-jährigen Sohnes auf Vickys Geldbörse belastet Tobin schwer. Die Ermittler sind sich sicher, dass Tobin hinter der Entführung steckt. Nach 16 Jahren können sie sich endlich ein Bild von den letzten Stunden der vermissten Schülerin machen.
Wir werden es niemals beweisen können. Aber wir nehmen an, dass Vicky Peter Tobin nach dem Weg gefragt hat. Er hat ihr wohl angeboten, ihn ihr zu zeigen. Sie war arglos und ging mit. Sie dachte, er würde ihr helfen. Scheinbar hat Tobin nach der Entführung seinem kleinen Sohn Vickys Geldbörse zum Spielen gegeben. Das würde die DNA des Kindes darauf erklären. Die Ermittler haben nun eine Vorstellung, was in den letzten Stunden ihres Verschwindens passierte. Aber noch immer fehlt Vickys Leiche. Und Peter Tobin rückt freiwillig keine Informationen heraus. Während in West Lothian weiter ermittelt wird, versucht die Operation Anagram, das Bewegungsprofil von Peter Tobin zu rekonstruieren. Dabei stoßen die Ermittler auf die 18-jährige Dinah McNichol, die 1991 im über 800 Kilometer entfernten Südosten Englands verschwunden ist. Dinah hatte gemeinsam mit Freunden übers Wochenende das Musikfestival von Liphook in Hampshire besucht. Auf dem Festival lernte sie einen jungen Mann kennen, mit dem sie sich auf Anhieb gut verstand. Ihre Freunde wollten nach dem Konzert zurück nach London. Aber einige Festivalbesucher blieben noch einen Tag länger und campten vor Ort. Dinah wollte mit ihrem neuen Freund auch noch länger bleiben. Als das Festival vorbei war, entschlossen sich die beiden per Anhalter nach Hause zu fahren, weil sie kein eigenes Auto besaßen. Der junge Mann hatte allerdings ein anderes Fahrziel als Dinah. Jemand nahm sie auf der A3 mit und die beiden trennten sich auf der M25. Dort wurde Dinah zum letzten Mal lebend gesehen. Die Polizei gibt eine Fahndung nach Dinah McNichol heraus. Doch selbst nach mehreren Tagen findet sich kein Hinweis. Ihr Verschwinden ist mysteriös und ihre Familie rechnet mit dem Schlimmsten. Als sie nicht nach Hause kam, wussten wir sofort, es musste etwas Schlimmes passiert sein. Es gab zwar noch keine Handys damals, aber natürlich gab es Telefone. Wir riefen immer an, wenn wir uns verspäten würden. Eine der wenigen Spuren, die die Polizei hat, ist die Bankkarte von Dinah, die nach ihrem Verschwinden weiter benutzt wird. 1991 können Verdächtige mit dieser Information noch nicht lokalisiert werden. Heute, 16 Jahre später, wissen wir dank der neuesten Technik, dass Peter Tobin sich in denselben Städten aufhielt, in denen die Abhebungen gemacht wurden, und zwar genau zur selben Zeit. 1991 verlässt Peter Tobin Bathgate und zieht in die Nähe seines jüngsten Sohnes an die Südküste. Er bezieht ein Haus in Margate und wird schnell in der Küstenstadt heimisch. Er pflegte einen freundlichen Umgang mit seinen Nachbarn. Wenn mir ein Werkzeug fehlte, konnte ich mir sicher sein, Peter hat es und würde es mir leihen. Es gab keine lauten Partys, keine laute Musik. Eigentlich der perfekte Nachbar. Er war ein sympathischer Typ. Den Sommer über plauderten wir gern an seiner Tür. Eines Tages macht der Nachbar David Martin eine Beobachtung, die sich später für die Ermittler der Operation Anagram als äußerst wichtig erweist. Eines Tages sah ich aus dem oberen Fenster, wie er im hinteren Garten eine Grube aushob. Ich bin runter und habe ihn gefragt, ob er sich nach Australien durchbuddeln wolle, denn das Loch war sehr tief. Er sagte, er wolle einen Sandkasten für seine Jungs bauen. Ich fand, das sei eine gute Idee. Aber irgendwie war die Grube für einen Sandkasten zu tief. Aber was wusste ich schon von Sandkästen? Ein paar Tage später war alles wieder zugeschaufelt und ich fragte ihn, was mit dem Sandkasten wäre. Er antwortete, der Mann vom Jugendamt wäre der Meinung, es wäre zu gefährlich. Ich fand das seltsam. Ein Teich, klar, aber ein Sandkasten? Naja, ich habe dann nicht mehr weiter an die Geschichte gedacht. 2007 stand dann die Polizei vor der Tür und wollte wissen, ob Tobin irgendwelche Heimwerkerarbeiten im Haus oder im Garten erledigt hätte.
Ich musste schmunzeln, denn bis auf den Sandkasten hatte er mit dem Garten nichts am Hut. Als ich dies den Beamten erzählte, wurden sie hellhörig. Die Ermittler sind nun von einem Zusammenhang zwischen Peter Tobin und dem Verschwinden von Dinah McNichol überzeugt. Die Polizei nimmt das Haus am Irvine Drive unter die Lupe. Die Polizei von Essex nahm Kontakt zu meinem Vater auf. Sie arbeiteten mit der schottischen Polizei zusammen und hatten einen Tipp von dort erhalten. Sie wollten ein Anwesen in Margate durchsuchen. Sie sagten uns, sie wären der festen Überzeugung, die sterblichen Überreste von Dinah auf dem Gelände oder im Garten finden zu können. Sie gruben den gesamten Garten um. Die Polizisten standen entlang der hinteren Straße und bewachten das Haus. Selbst ich musste unterschreiben, wenn ich rein oder raus wollte. Wir waren wie eingekesselt. Das ganze Land blickt auf Kent und die Suche nach Dinah McNichols Leiche. Die Geschichte von Tobins grausiger Vergangenheit erfährt jedoch eine dramatische Wendung. The Operation Anagram team says more searches will be carried out if the evidence and intelligence coming in from forces across England and Wales warrant it. Ich wurde von der Polizei in Essex informiert, dass eine Leiche in die Pathologie gebracht wurde, aber es wohl nicht die Überreste von Dinah McNichol sein. Anhand des Schmucks und der physischen Merkmale wurde diese Annahme schließlich zur Gewissheit. Es handelte sich um die Leiche von Vicky Hamilton. 16 Jahre nach ihrem Verschwinden im schottischen Bathgate wird die Leiche von Vicky Hamilton, fast 800 Kilometer entfernt in Margate, im ehemaligen Haus von Peter Tobin, gefunden. Wie bei dem Mord an Angelica Kluck zeichnen die Beweise ein grausames und brutales Bild der Tat. Vicky Hamiltons Leiche war in zwei Teile zerlegt worden. Die Einzelteile von Torso und Beinen waren jeweils in Plastiktüten eingewickelt. 13 Tüten lagen um den Torso und 11 um die Beine. Durch die Tüten gelangte kein Sauerstoff an die Leichenteile und so wurden sie konserviert. Das erleichterte die Identifizierung der Leiche. Es war sehr seltsam, als wir herausfanden, dass es nicht die Leiche von Dinah war, denn wir hatten fest damit gerechnet, sie zu finden. Aber als wir dann feststellten, dass es der Leichnam von Vicky Hamilton war, waren wir sehr erschüttert. Das bedeutete viel Leid für eine weitere Familie. Das Verschwinden von Dinah McNichol bleibt ein Rätsel. Aber nach 16 Jahren schrecklicher Ungewissheit können die Ermittler aus Schottland Michael Hamilton das traurige Schicksal seiner Tochter darlegen. Ich bin zusammengebrochen. Die Nachricht von ihrem Tod hat uns geschockt und wir waren am Boden zerstört. Es bedeutete die Gewissheit, sie nie wiederzusehen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Vicky denke. Ich denke ständig an sie. Ich habe nicht nur Vicky verloren, sondern auch die Chance, irgendwann mal Enkelkinder zu haben. Das alles wurde mir von dieser bösartigen Bestie genommen. Die tragische Entdeckung von Vicky Hamiltons Leiche beendet einen der spektakulärsten vermissten Fälle Schottlands. Mit dem Fund von Vickys Leichnam war unser Fall abgeschlossen. Die in Margate gefundenen Beweise ermöglichten nicht nur eine Anklage wegen Entführung, sondern auch wegen Vergewaltigung und Mord. Zurück in Margate sind die Beamten immer noch der Meinung, Peter Tobins Garten sei der Schlüssel zum Verschwinden von Dinah McNichol. 24 Stunden nach dem Fund von Vickys Leiche bestätigt sich der Verdacht. Vor ein paar Stunden haben wir eine weitere wichtige Entdeckung gemacht. Wir haben eine zweite Leiche geborgen und sie sofort zur Obduktion in die Pathologie gebracht.
Wenig später zeigt die Obduktion, dass Dinah McNichol, genau wie Vicki Hamilton, mit Amitriptylin betäubt wurde. Peter Tobin hatte ein Rezept für dieses Antidepressivum. Trotz des schrecklichen Martyriums, das Dinah durch Peter Tobin erlitten hat, ist die Nachricht vom Fund der Leiche eine große Erleichterung für die Familie. Als man uns informierte, dass der zweite von Dinahs sterbliche Überreste waren, fiel eine große Last von uns ab. Die 15 Jahre zuvor waren von Ungewissheit geprägt. Jetzt konnten wir endlich abschließen und sie zu Grabe tragen. Nachdem Dinah 1991 das Musikfestival mit ihrem Freund verlassen hat, nimmt Peter Tobin die beiden beim Trampen mit. Als ihr Begleiter nahe der M25 aussteigt, konnte er nicht ahnen, dass er Dinah alleine mit einem kaltblütigen Mörder zurücklässt. Heute wäre Dinah 43 Jahre alt. Wahrscheinlich hätte sie ein tolles Leben gehabt. Die Zukunft lag noch vor ihr. Sie war noch so jung, als sie getötet wurde. Im Dezember 2008 wird Peter Tobin wegen der Entführung und des Mordes an Vicki Hamilton schuldig gesprochen. Ein Jahr später wird er für den Mord an Dinah McNichol angeklagt. Die Geschworenen brauchen nur 13 Minuten, um ihr Urteil zu fällen. Für beide Morde erhält er eine lebenslange Haftstrafe mit der richterlichen Empfehlung, nie wieder freizukommen. Today the judge told the 62-year-old he was unfit to live in human society. Wir waren jeden Tag in Chelmsford bei den Gerichtsverhandlungen. Dort habe ich Peter Tobin zum ersten Mal persönlich gesehen. Zuvor kannte ich ihn nur von Zeitungsfotos. Er sah aus wie ein kleiner, zorniger alter Mann. Als er in Dundee verurteilt wurde, war das seit langem der schönste Tag in meinem Leben. Ich war froh, dass sie ihn geschnappt hatten und er nie wieder jemandem Leid zufügen konnte. Peter Tobin sitzt heute seine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis von Edinburgh ab, ohne Aussicht auf Bewährung, bis zu seinem Tod. Dennoch hat er seine Taten nie gestanden. Ich muss Sie fragen, ob Sie... Ich sag nichts. Haben Sie noch jemanden getötet? Ich sag nichts. Haben Sie noch jemanden getötet? Ich sag nichts. Sie wollen also nicht antworten? Ich sag nichts. Die Öffentlichkeit will eine Antwort von Ihnen, Peter. Also. Die Öffentlichkeit kann mich mal. Ich rede mit Ihnen. Ich sag nichts. Ich hab nichts zu sagen. Ich rede mit Ihnen. Ich sag nichts. Ich frage Sie. Wollen Sie die letzte Frage nicht beantworten? Kein Kommentar. Durch das, was wir heute über Peter Tobin wissen, wie er durch England reiste, die Orte, an denen er seine wehrlosen Opfer ausmachte, sie versteckte und vergrub, bin ich mir sicher, er hat noch mehr Menschen auf dem Gewissen. Es wird spekuliert, ob er auch für einen der berüchtigsten ungeklärten Mordfälle Schottlands verantwortlich ist. Vor fast 50 Jahren wurden drei junge Frauen von einem Mann ermordet, den sie im Barrowland-Tanzsaal in Glasgow kennengelernt hatten. David Swindle ist sich jedoch sicher, dass es keine Verbindung gibt. Meiner Ansicht nach ist Peter Tobin ein Täter, der noch andere Verbrechen dieser Art begangen hat, für die er nicht überführt werden konnte. Aber es besteht keine Verbindung zwischen ihm und den drei sogenannten Bible-John-Morden der 60er Jahre. Die Operation Anagram findet noch weitere Schmuckstücke im ehemaligen Haus von Peter Tobin, mit zahlreichen, noch nicht identifizierten weiblichen DNA-Spuren. Diese Profile sind für immer in Datenbanken gesichert und David Swindle ist überzeugt, dass sie eines Tages zur Lösung weiterer ungeklärter Mordfälle beitragen werden. Ich hoffe immer noch, eines Tages die ganze Wahrheit über Tobin und seine Taten ans Licht zu bringen, um weiteren Familien und Angehörigen die Ungewissheit zu nehmen. Peter Tobin macht sein Leben lang den Eindruck eines hilfsbereiten und vertrauenswürdigen Mannes. Aber in Wahrheit ist er ein eiskalter und berechnender Mörder, der eine Spur der Verwüstung hinterlässt und unzählige Leben von Angehörigen im ganzen Land zerstört hat. Peter Tobin ist ein grausamer, manipulativer Mensch,
der keinen Respekt vor dem Leben und den betroffenen Familien hat. Er denkt nur an eines, an sich. Das interessiert mich nicht. Sie interessieren sich nicht für das Leid der Familien? Geht mir am Arsch vorbei. Sie sind völlig unmenschlich, oder? Ach ja? Es ist Ihnen egal. Er ist ein verurteilter Vergewaltiger, Pädophiler und Mörder. Und er wird den Rest seines Lebens hinter Gittern sitzen. Ich bin mir sicher, er kommt nie wieder frei und sieht den Himmel nur durch Stäbe. Peter Tobin hat mir nicht nur meine Tochter genommen. Er hat auch mein Leben ruiniert. Er hat mir einfach alles genommen.